und herzlich willkommen bei Leuchtberg Barbecue. Heute machen wir mal ein Schweinefilet-Champignon-Topf im Dutch-Ofen. Es ist bitterkalt geworden, da passt das gut zu der Jahreszeit. Und dazu machen wir uns noch ein Knoblauch-Rosmarin-Baguette. Wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei! Für die Zubereitung von unserem Champignon-Schweinefilet-Topf benötigen wir folgende Zutaten. Bacon, ein Baguette, Schinkenwürfel, 5 Knoblauchzehen, etwas Rosmarin, 5 rote Zwiebeln, etwas Petersilie, Schweinefilets, Mehl, ein Barbecue-Rub eurer Wahl, da habe ich diesmal einen mit Kräuter genommen, 600 ml Sahne, Tomatenmark etwas, Salz und Pfeffer zum Würzen, weiße Champignons, ein Schlückchen Weißwein nachher und 1 Liter Gemüsebrühe. Da muss ich dann mal schauen, wie sich die Flüssigkeit im Topf verhält. Aber bevor wir unsere Filets zubereiten, starten wir erstmal den Anzündkamin. Wenn ihr Briketts durchglühen wollt, gebe ich euch einen kleinen Tipp. Macht unten ein kleines bisschen normale Holzkohle rein, dass ihr unten eine Schicht in den Anzündkamin drin habt. Und gebt darauf die Briketts drauf. Die Holzkohle verbrennt nämlich schneller und glüht heißer als die Briketts und dadurch zünden die Briketts alle schneller durch. Das entfachen wir jetzt noch mit einem Anzünder. Lassen die erstmal durchglühen und währenddessen bereiten wir unsere Schweinefilets vor. Als erstes nehmen wir uns ein Filet, machen wieder die Silberhaut ab, das hatte ich ja schon mal gezeigt, reinschneiden, nach oben halten, gucken, dass wir wenig möglichst Fleisch mit abschneiden. Da mache ich jetzt erstmal alle fertig. Die Filets sind jetzt alle fertig pariert. Das bisschen Fett lassen wir dran. Das gibt dann Geschmack ab. Jetzt nehmen wir uns die Filets und schauen nochmal. Holen uns nochmal eine Scheibe Bacon dazu. Die werden nämlich dann im Bacon eingewickelt und gucken, dass wir dann immer so ein Stückchen abschneiden, dass wir da eine Scheibe Bacon rumkriegen. So schneiden wir jetzt alle Filets auf. Nachdem wir jetzt unsere Filets fertig aufgeschnitten haben, nehmen wir uns den Barbecue Rub dazu, nehmen diese und tauchen die einmal ein, dass ringsrum was dran kommt. So werde ich jetzt alle würzen. Wie ich das gemacht habe, hole ich euch wieder dabei. Die Schweinefilets sind jetzt fertig gewürzt. Wir holen uns ein zweites Brettchen dazu. Und den Bacon. Den gebe ich mal an die Seite. Nun schnappen wir uns die Filetstückchen und rollen die mit der gewürzten Seite in den Bacon ein. Ruhig schön straff. Sollen uns dann nachher nicht aufgehen. So soll das dann aussehen. Die machen wir jetzt alle fertig. Und dann können wir schon langsam nach den Kohlen gucken, hoffe ich. Das letzte Filetstückchen wird jetzt gewickelt. Ist mir da eben glatt der Bacon ausgegangen. Da musste ich nochmal ganz schnell rüber zum Metzger flitzen und mir nochmal 10 Scheiben holen. Aber das hat jetzt gereicht. Wir haben jetzt alle schön eingewickelt. Jetzt nehmen wir uns das Mehl und tippen da die Seiten, die wir anbraten, ein. Ich hoffe, dass der Bacon dann nachher im Dutch-Ofen hält. Wenn nicht, muss ich da nochmal irgendwie mit Zahnstochern fixieren. Das mit dem Mehl mache ich, dass das auch schön mit anbrät und dass ich nachher ein bisschen mehr Bindung in die Soße kriege. Dass das nicht so dünn ist. Wenn nicht, muss ich dann nochmal eine Mehlschwitze machen. Aber schauen wir mal, wie das wird. Die Schweinefilets sind jetzt fertig meliert. Können wir nun an die Seite stellen. Jetzt lässt sich sogar mal die Sonne hier blicken. Das ist ja sehr schön. Wir lassen jetzt noch ein bisschen ziehen. Währenddessen kümmern wir uns um die Champignons. Da habe ich mir eine Zahnbürste gekauft. Es gibt extra Pilzputzbürsten. Oh, ein schönes Wort. Putzen wir den Dreck ein bisschen ab. Schneiden uns dann unten den Strunk ab ein bisschen.
dann vierteln oder achteln wir die. Je nachdem, wie groß die Champignons sind. Wir werden in der Soße noch ein bisschen eingehen, also in den Dutch Oven meine ich. Nur so Scheiben, das wird mir dann alles zu klein. Ich will noch so ein bisschen Biss dran haben. Und wissen, was ich da im Mund habe. Das hätten wir. Unsere Pilze werden fertig geschnitten. Das Brötchen stellen wir an die Seite. Das sieht jetzt noch viel aus. Die werden aber im Dutch Oven dann arg zusammenfallen, Wasser verlieren. Lass uns mal überraschen, was draus wird. Nun schauen wir mal, was die Kohle so macht. Ja, ist auch schon gut durchgeglüht. Die kippen wir jetzt auch mal aus. Teilen wir jetzt noch. Da stellen wir jetzt unseren Dutch Oven drauf. Und schwupps, da ist er schon. Heute mal der ganz große. Auf die Kohlen drauf. Und den lassen wir jetzt erstmal ordentlich auf Temperatur kommen. Währenddessen schneiden wir unsere Zwiebeln. Die Zwiebeln habe ich zwischenzeitlich schon geschält. Schnappen uns jetzt einfach eine. Schneiden die in der Mitte durch. Fahren mit dem Messer einmal rein. Zweimal eher gesagt. Da schön auf die Finger aufpassen. Schneiden die von oben 3-4 Mal ein. Und dann können wir uns schöne Würfel runterschneiden. Das mache ich jetzt mit den anderen Zwiebeln auch. Und da müsste der Dutch Oven heiß genug sein, dass wir loslegen können. Wir öffnen den Deckel vom Dutch Oven und sehen, ja, es entsteht schon etwas Qualm. Da geben wir jetzt einen kleinen Schluck Sonnenblumenöl rein. Und lassen das auch erstmal erhitzen. Deckel zu. Können wir noch kurz unseren Knoblauch schneiden. Dann hätten wir schon so gut wie alles vorbereitet. Für den Knoblauch, das hatte ich euch ja schon gezeigt. Den legen wir uns hin, nehmen ein scharfes Messer, drücken drauf. Dann lässt er sich ganz leicht abschälen. Entfernen unten den Strunk noch und schneiden uns dann kleine Scheiben davon runter. Das mache ich jetzt mit den anderen 4 Knoblauchzehen auch noch. Den Knoblauch habe ich jetzt fertig geschnitten. Hier habe ich 3 Zehen, die kommen damit in unseren Champignon-Schweinefilet-Topf. Und die 2 Zehen, die noch übrig waren, brauchen wir dann für unser Rosmarin-Knoblauch-Baguette. Jetzt ist aber erstmal Zeit, die Schweinefilets anzubraten. Das Öl in unserem Dutch Oven ist richtig schön auf Temperatur gekommen. Wir nehmen jetzt die Filets und braten die mit der melierten Seite an. Ups, Umrollen, Vorführeffekt. Gebt da nicht so viele auf einmal rein. Das tritt ja auf Feuchtigkeit aus. Und wir möchten ja die Filets auch anbraten und nicht garen. Dann richtig schön Röstaromen kriegen. Während die jetzt anbraten, schneiden wir noch schnell unser Rosmarin. Und dann könnten wir sie wenden. Dazu nehmen wir uns den Rosmarin und zupfen uns da von den Stängelchen was ab. Boah, das reicht. Und da gehen wir jetzt noch einmal kurz mit dem Messer drüber. Können wir gleich im Anschluss noch schnell unsere Petersilie schneiden. Machen wir oben die Stängel wieder ab, die Köpfe. Durch. Das hätten wir. Seite damit. Dann schauen wir nochmal nach unserem Filets, was die machen. Da gucken wir mal rein. Ja, die sind schön angebraten, schön Röstaromen gekriegt. Die drehen wir jetzt einmal. Unsere Schweinefilets sind jetzt fertig angebraten. Die nehmen wir raus. Leider hat das mit dem Bacon nicht überall so gut geklappt. Ein paar Scheiben sind wieder aufgegangen. Aber ich hatte dann überlegt, Zahnstocher reinmachen. Das ist da dann auch doof beim Essen. Ich musste auch nochmal ein paar Kohlen nachlegen. Der Dutch Oven braucht doch ganz schön viel Energie bei minus 4 Grad. Aber die sind gut geworden. Wir schließen nochmal den Deckel vom Dutch Oven und lassen den nochmal schön heiß werden. Ich möchte dir nochmal zeigen hier.
So sehen die aus. Die kommen dann später wieder mit rein. Wenn der Dutch Oven dann heiß ist, werden wir noch ein paar Schinkenwürfel anbraten und ein paar Zwiebeln anschwitzen. Und dann werden wir die Champignons dazugeben. Der Dutch Oven ist wieder schön heiß geworden. Wir öffnen den Deckel und geben da jetzt unsere Schinkenwürfel rein. Wenn die Schinkenwürfel schön vor sich her brutzeln, geben wir gleich noch mal einen Klecks Tomatenmark mit bei. Also zwei Esslöffel. Lassen diese auch kurz mit anrösten. Beim Dutch Oven bitte auch nur Holz- oder Plastikgeschirr nehmen, also Besteck meine ich, da ihr sonst die Patina von eurem Dutch Oven abkratzt und dieser auch anfängt zu rosten. Die Schinkenwürfel haben jetzt ein wenig Farbe gekriegt. Nun ist es Zeit, die Zwiebeln mit beizugeben. Hier rühren wir jetzt noch was mit unter. Schließen den Deckel und lassen diese erstmal schön mit anschwitzen. Nach ein paar Minuten öffnen wir den Deckel. Eine große Wolke kommt uns entgegen. Die Zwiebeln sind jetzt angeschwitzt. Wir geben jetzt unseren Knoblauch dazu. Lassen den auch noch kurz was mit anschwitzen. Unterrühren. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis der Knoblauch mit angeschwitzt ist. Das soll uns so genügen mit dem Knoblauch. Jetzt nehmen wir den Weißwein und löschen damit ab. Lassen den einreduzieren etwas. Und dann können wir auch endlich die Champignons dazugeben. Der Weißwein ist einreduziert. Nun nehmen wir uns die Champignons, die wir vorhin zubereitet haben, und geben die mit in den Topf rein. Das sieht jetzt erstmal sehr viel aus, aber ihr werdet sehen, die werden ordentlich zusammenfallen. Gehen wir einmal mit unter ein bisschen. Jawohl. Jetzt legen wir den Deckel drauf, schließen den aber nicht. Wir wollen ja, dass die Feuchtigkeit verdunstet. Gelegentlich schauen wir einmal nach. Und rühren dies durch. Mittlerweile sind 15 Minuten vergangen. Hier gucken wir nach. Ja, und ihr seht, die sind schon richtig eingefallen, die Pilze. Sehr viel Wasser verloren. Nun geben wir unsere Sahne mit bei. Rühren nochmal durch. Schließen den Deckel und lassen das auf Temperatur kommen. Das Ganze ist mittlerweile wieder auf Temperatur gekommen. Nehmen den Deckel nochmal ab. Jetzt gebe ich noch die Gemüsebrühe hinzu. Da aber erstmal nur einen halben Liter. Mal schauen, wie sich das dann reduziert im Laufe der Zeit, wenn die Filets jetzt mit drin sind. Und wir geben unsere Schweinefilets mit bei. Schauen wir, dass die alle schön mit der Soße bedeckt sind. Dass die da drinnen jetzt fertig garen. Nun machen wir den Deckel wieder drauf. Lassen einen kleinen Schlitz an der Seite offen. Dann habe ich mir hier hinten Kohlen durchgeglüht. Die legen wir jetzt oben drauf. Nun lassen wir das Ganze erstmal schön vor sich her köcheln. Da es jetzt hier ein bisschen weniger wird und ich nicht möchte, dass mir die Asche in meinen leckeren Schweinefilet-Topf fällt, wir gucken einmal kurz. Ja. Werde ich jetzt den Deckel schließen. Wir haben hier ein bisschen Alufolie genommen und lege das hier hin. Jetzt kann immer noch die Feuchtigkeit austreten, aber die Chance ist nicht mehr so gegeben, dass die Asche in den Topf reinfliegen kann, wie durch die Lücke, die eben da war. Unser Champignon-Schweinefilet-Topf köchelt währenddessen schön vor sich her. Schauen wir einmal kurz rein. Das hier schaut sehr gut aus. Rühren einmal um. Während der Filettopf weiter vor sich her köchelt, kümmern wir uns jetzt um unser Rosmarin-Knoblauch-Baguette. Da habe ich hier so eine Grillplatte.
Die legen wir einfach hier oben drauf, dass die auf Temperatur kommt. Die Grillplatte ist jetzt auf Temperatur gekommen. Dort geben wir jetzt etwas Olivenöl drauf. Das Öl unserer Grillplatte hat jetzt auch endlich Temperatur angenommen. Ist gar nicht so leicht bei minus 4 Grad. Und darauf geben wir jetzt Knoblauch, den wir vorhin geschnitten haben. Und den Rosmarin. So, wenn das jetzt alles leicht angebraten ist, geben wir da unsere Baguettes drauf. Diese habe ich in der Zwischenzeit aufgeschnitten mittig. Die legen wir hier drauf. Also das schön aufsaugen und das Aroma annehmen. Das Baguette haben wir jetzt schön angeknuspert, eine schöne Farbe gekriegt. Auch ganz toll die Aromen aufgenommen. Es riecht hier wirklich super nach Rosmarin und Knoblauch. Die würzen wir uns jetzt noch mit ein bisschen Pfeffer und Salz. Und dann gucken wir mal, was der Schweinefilet-Topf macht. Wir schauen jetzt mal nach. Öffnen den Deckel. Es dampft ganz schön. Gucken wir mal durch. Das sieht schon wirklich nicht schlecht aus. Ich finde die Soße, die ist mir aber jetzt noch ein bisschen zu dünn. Deswegen werde ich das jetzt mit offenem Deckel noch ein bisschen weiter köcheln lassen, dass diese noch ein bisschen eindickt. Und dann können wir auch schon bald essen. Mittlerweile ist unser Champignon-Schweinefilet-Topf etwas einreduziert. Nun können wir die Petersilie hinzugeben. Dann rühren diese nochmal mit unter. Jetzt müssen wir das Ganze noch einmal abschmecken. Ich finde ein bisschen Pfeffer kann da ran. Jetzt mal einmal durchrühren. Lass es nochmal 5 Minuten vor sich herköcheln. Und dann können wir endlich probieren. Der Schweinefilet-Topf ist endlich fertig. Schauen, ob ihr das aussehen könnt. Sieht wirklich sehr lecker aus. Da mache ich jetzt noch einen kleinen Teller mit und dann probieren wir. Zwischendurch habe ich mich auch kurzzeitig entschlossen, aus den Baguette-Hälften Croutons zu schneiden und die da drauf zu geben, als wenn wir das Brötchen so hätten. Da nehmen wir uns jetzt mal einen Löffel von. Gehen wir auf den Teller, ein Stückchen Filet haben wir auch dabei. Darüber geben wir jetzt die Croutons noch und jetzt können wir endlich probieren. Erst schneide ich mir von dem Filet mal ein Stückchen ab. Oh, ihr butterzart, wie die auseinandergehen. Super. Soße, Crouton auch drauf. Das ist aber mal wirklich lecker. Filet wirklich super zart. Von dem Knoblauch-Rosmarin-Baguette kommt ganz leicht der Rosmarin und der Knoblauch durch. Von den Croutons jetzt hier. Ich brauche die Filets gar nicht schneiden. Die kann man einfach so auseinanderziehen. Wirklich sehr lecker. Sehen wir uns dann gleich zum Fazit wieder. Mal ein Fazit. Die Filets waren wirklich super zart. Habt ihr selber gesehen, man braucht nicht mal ein Messer, um die auseinander zu kriegen. Mit der ganzen Soße und den Champignons drinne wirklich ein Gedicht. Müsst ihr auch mal nachmachen hier, ich kann es nur weiterempfehlen. Dazu die Rosmarin-Knoblauch-Croutons, die ich hier drinne gemacht habe, haben wirklich perfekt dazu gepasst. Es war ein Genuss. War zwar heute nicht ganz leicht bei minus 4 Grad das alles zu machen, aber das Endergebnis hat sich gelohnt. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Lasst mir einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir unten in die Kommentare was rein, was ihr von dem Gericht haltet und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Heiko von Leuchtberg Barbecue.